Wir haben Handlungsbedarf, und das habe ich da herinnen schon öfters gesagt. Also wie es richtigerweise in diesem Bericht der Volksanwaltschaft auch heißt, müssen wir ganz dringend an den Rahmenbedingungen arbeiten. Ganz dringend arbeiten an den Rahmenbedingungen für Pflegepersonen. 82% der Kontrollen haben Defizite zutage gebracht. Und jetzt will ich schon sagen, Defizite nicht, weil die dort alle nicht gut arbeiten, sondern die Defizite hauptsächlich, weil natürlich viel zu wenig Personal in den Einrichtungen vorhanden ist. Die tun alle das, was sie tun können. Für das ist ihnen herzlich zu danken. Aber es ist ihnen halt wenig geholfen, wenn wir hier herinnen sagen, na, das ist eh alles wunderbar und jetzt sind Defizite festgestellt worden. Und wenn von Seiten der Landesregierung dann als einzige Stellungnahme kommt, na ja, wir machen jetzt eh ein neues Finanzierungsmodell, dann werden sich die Probleme alle lösen. Die Probleme werden sich nicht lösen. Ich habe das mehr als einmal hier herinnen gesagt, weil unser neues Personalentlohnungsmodell wird natürlich nur eine sehr kleine Gruppe der Pflegepersonen umfassen. Wir haben einen sogenannten Minutenschlüssel aus dem Jahr 1986. Ich meine, wir haben heute 2019. Und der pflegebedürftige Mensch von damals ist nicht der pflegebedürftige Mensch von heute. Der Unterschied zu heute war, wir hatten damals sehr viel mehr mobile Menschen in den Heimen. Sobald ein Mensch heute in eine stationäre Einrichtung kommt, kann man davon ausgehen, dass er hochbetagt ist, dass er schwer pflegebedürftig ist. Ich glaube, unsere ganze Anstrengung müssen wir verwenden, damit es uns gelingt, die Menschen wirklich dort an den Arbeitsplatz Altenwohn- und Pflegeheim zu bringen. Vielen Dank.